Macht in ihrer Hackfresse. Ein guter Mensch muss tun. Hi, ich bin Magdalena und wir befinden uns heute hier vor dem wunderschönen Orpheum. Heute spielt hier OK Kid. OK Kid ist eine deutsche Band, unter anderem bekannt durch Songs wie Alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Oder auch Songs wie Ich bin immer noch in dir drin, bin gerade eben erst gekommen, doch lass kein Wort auf dich kommen. Und wir haben heute ein Interview mit OK Kid. Wir werden Ihnen ein paar Fragen stellen. Wann habt ihr euch zum letzten Mal geprügelt? Na, so ehrlich. Ach so, nee, so lange ist es noch gar nicht her. Wann wart ihr das letzte Mal besoffen? Gestern. Gestern. Und wir werden mit Ihnen ein, in Klammer, Trink, Klammer zu, Spiel spielen. Ums Ohr schlägt im Netz. Weil das das Erste ist, was du morgens machst. Nicht gewaschen, nicht poliert, ohne Glanz und ohne Stil. Doch ich will dich nicht verbessern. Komm mit. Denn niemand passt besser. Wir machen so ein Interview-Quickie, wo ich euch eine Frage stelle und ihr gebt mir eine ganz kurze Antwort. Die erste Frage, OK Kid ist? Jonas Moritz Raffi. OK Kid sind? Eine gute Liveband. Interviews sind für uns? Mal so, mal so. Also Pflichtprogramm und ab und zu wunderschöne Pflicht. Musik ist? Scheiße. Beste Nein, das, an Musik. Darf ich das nochmal korrigieren? Ja. Musik ist schön. Was ist das Beste an Musik? Songschreiben. Dass man was schafft, was noch nicht da gewesen ist. Was ist das Beschissenste an Musik? Dass es nie aufhört zu arbeiten in dem Kopf. Wenn du einen Song fertig zum Beispiel hast, denkst du schon wieder weiter. Was ja auch schön ist, aber ja. Es kann auch einfach so nervig sein. Also Fluch und Segen irgendwie zugleich, weil manchmal hat man ja packt einen die Inspiration, wenn man gerade an einem unpassenden Ort ist. Ja, das ist schön. Das ist super. Also an jedem Ort kann die Inspiration kommen. Das ist geil. Wenn ihr mal keine Musik macht, macht ihr was? Feiern, Fußball spielen und chillen. Cool Hobbys. Ich spannend. Welche Bandkollegen-Regeln sollte man niemals brechen? Man sollte niemals jemanden motivieren zum Saufen, wenn er keinen Bock hat. Gut, zum Glück wollen wir fast eigentlich immer eintrinken. Das ist bei uns relativ unkompliziert. Und die andere, du kannst Menschen nicht verändern. So. Du musst die anderen so akzeptieren, wie die sind. Was esst ihr am allerliebsten, wenn ihr auf Tour seid? Beziehungsweise woran esst ihr euch satt? Oh, wir haben immer so ganz komische Sachen auf unserem Rider stehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile gestrichen ist, aber wir hatten mal so Hummus draufstehen und so. Und eigentlich also ist keiner nicht nur ein Hummus, sondern dann so 10 Hummus-Dinger und ein Stück Brot oder so. Aha. Dann stauen sich die halt diese Hummus-Sachen überall an, so deshalb haben wir die jetzt runtergenommen. Okay. Hummus ist nicht mehr unsere Leidenschaft. Nee. War es eigentlich noch nie, aber mittlerweile hassen wir es. Welches Wort hasst ihr am allermeisten, sodass ihr das nie in eurem Song verwenden würdet? Gibt es nicht. Jedes Wort ist cool, wenn der Kontext stimmt. Nee? Obwohl, nee. Selbst Adolf Hitler, ich dachte gerade, ich würde Adolf Hitler immer nennen, aber auch das, wenn es passt, passt es. Worüber würdet ihr nie einen Song schreiben? Ich glaube, so Sachen, die keine Bedeutung für uns haben. Wir haben einen Song über Sextourismus geschrieben auf dem letzten Album. Okay. Ist auch sehr ungewöhnlich und ganz komisches Thema. Wer ist der cuteste Boy von euch, um es in der Jugendsprache zu sagen? Moritz? Ja. Stimmt so zu? Ja, würde ich auch sagen. Nee, also wir haben einen ganz cuten Boy an der Gitarre auf jeden Fall dabei. Wann habt ihr euch zum letzten Mal geprügelt? Boah, ist schon richtig lange her. Na, so ehrlich. Ach so, nee, so lange ist es noch gar nicht her. Ja, ich habe mal vom Türsteher irgendwie, der hat mir mal so ein bisschen in den Bauch getreten, weil ich ihn als bin nicht so der Austeiler, aber da habe ich eher eingesteckt. Also so jemanden mal ins Gesicht schlagen, das habe ich noch nie gemacht. Das hast du immer nur gekriegt. Ja, ich habe es immer nur gekriegt. Wenn es so ganz schlimm kommt, dann habe ich ja meine Kollegen, die holen mich dann da raus. Ja. Aber guter Übergang zur nächsten Frage. Wann wart ihr das letzte Mal besoffen? Ich bin nie richtig besoffen. Mhm. Das ist mein großes Glück. Aber gerne, so ein Schnips ist super. Letzte Frage. Wann habt ihr zum letzten Mal Schnaps getrunken? Gestern. Gestern? Ich hatte jetzt nämlich ein Spiel vorbereitet. Das haben wir auch schon mal mit Lena Meyer-Landrut gespielt. Das heißt, du kennst es noch nicht mal und fragst mich, was es heißt? Okay, das dann müssen wir es ja auch machen. Of course. Es nennt sich Österreich für Anfänger. Wir würden gerne die Erwachsenenversion mit euch spielen. Ich hätte hier 5 österreichische Begriffe. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das für Deutsche ist zu erraten. Mhm. Und wenn ihr es erraten würdet, dann würde ich einen Shot trinken. Okay. Wenn ihr ihn nicht errät, dann trinkt einer von euch. Der erste Begriff wäre Hackeln. Gibt es jetzt Antwortmöglichkeiten? Nein. Achso, wir müssen einfach sagen, was es heißt. Was es im Deutschen heißt, genau. Es ist nicht Hacken oder so, das wäre zu leicht. Auch nicht häkeln. Oder sowas Hackeln, so, ja, so schneiden. So klein, ja, klein hacken. So schnippeln. Nein.
Kann das auch sowas hackeln, sowas wie Anbändeln sein? Ey, hör mal auf, an mir rumzuhackeln. Ist es so? Die haben gehackelt. Die haben gehackelt, ja. Ich hab's gesehen, die haben gestern gehackelt. Auf dem Sofa. Ich schenk schon mal einen ein, weil einer trinkt sowieso. Vielleicht heißt es auch Rennen oder so. Oder was eintippen ins Handy oder so. Es bedeutet Arbeiten. Vor allem im Kärntnerischen sagt man, beispielsweise, gestern war ich wieder hackeln. Kommt das aus dem Bergbau? Das kann schon sein, also, aber man sagt das so für jeden Beruf. Der Hake. Ein Bergbau ist man auch nicht mit einer Hake. Ein Bergbau mit der Hake. Zwerge, bei sieben Zwerge, die dann... Ja, Xing Shang, wer muss von uns? Xing Shang Shang. Raffi muss. Wohl bekommt's. Der ist gar nicht so schlecht. Der ist super. Sag ich ja, der ist von meiner Oma. Das ist ein Likör oder richtiger... Das ist Balkan Schlieberwitz. Ah, ja. Geil, ich kenne den Spruch, alles kann, Slipo muss. Ja. Der nächste Begriff, Botschat. Kannst du mal so einen Satz sagen, wo das so vorkommt? Boah, du bist so Botschat. Ich habe eher rausgehört, so wie... Eher negativ. Oder so. Ja, du bist so verklatscht, so alles sein. Aber es ist nicht so, wow, ich finde dich geil. Ja, heiß, also da bist du schon sehr nah dran. Aber es ist noch nicht ganz richtig. Ach so, ja. Naja, klar, hab ich ja gehört. Boah, bist du botschert. Bist du nervig? Nein. Einfach mal. Ja. Bist du breit oder bist du irgendwie sowas in die Richtung eher? Ja, ist leider falsch. Es heißt tollpatschig. Also es war schon nah dran, aber ja. Who's drinking? Cheers. Das nächste, ums Ohr schlecken nicht. Auf keinen Fall heißt es, oder? Antwort Nummer 1? Ja. Nein, ist falsch. Hä, kommst du mit? Ums Ohr schlecken nicht. Also im Leben nicht. Auch falsch. Mann. Es bedeutet, das Ziel um die kleinste anzunehmende Maßeinheit verfehlt. Gerade ums Arschlecken ist es sich nicht ausgegangen. Ach so, also knapp verpasst. Genau. Als wäre das Arschlecken, was knapp möglich ist. Dann hast du das... Die kleinste Einheit ist Arschlecken. Ja, genau. Genau, ums Arschlecken hast du verpasst. Ja, nee, theoretisch, weil das so das Erste ist, was du morgens machst, so. Weil das so naheliegend ist so, und weil das sofort immer möglich ist. Und deswegen hast du es dann verpasst. Prost. Cheers. Prost, cheers. So, das Vorletzte wäre Goschat. Oh, das wissen wir, oder? Halt bei Goschen sagen die auf jeden Fall. Mhm. Aber das heißt dann wahrscheinlich irgendwie anders. Ach, nee, dann ist schwieriger. Wenn jemand ist beispielsweise Goschat. Das ist nicht österreichisch für Anfänger. Er schweigt. Das ist schon advanced, ey. Ja. Er schweigt. Nein. Nee, der redet ganz viel. Labert. So ein Plappermaul. Ja, wärmer. Dummlaberer. Ja, also jemand, der den Mund so voll nimmt. Ja. Yes. Hey. Okay. Yes. Letzter Begriff, Herst. Herst. Also es stimmt schon, hörst du, ja, ja. Ist richtig. Ja. Aber in welchem Kontext verwendet man das? So, pass auf. Ja. Ja, yeah. Geil. Yeah. Also wenn du beispielsweise einen Freund begrüßt und dann sagst du zum Beispiel, Herst Bruder, wie geht's dir? Ah, okay. Um das irgendwie noch mehr zu betonen. Wollt ihr noch einen mittrinken? Musst du auf jeden Fall trinken. Ah. Danke. Nein? Sehr lieb. Sicher? Okay, dann trinke ich allein. Genau. Jetzt würde ich einen mitbringen. Okay, können wir nachher noch machen. Okay. Ich habe noch ein paar Geschenke für euch. Wir haben hier ganz, ganz tolle Herst-T-Shirts. Noch Gin Tonic. Wow, falls ach, mal, cool. Falls ihr mal durstig seid. Und so eine Goodie-Werk hat schon genau. Vorgemischt, oder was? Und Kondome. Kann man ja immer brauchen als Musiker. Immer. Als ja. Rockstar. Voll gut, danke. Und eine I'll Be Back Bag. Das ist gut. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr aufmerksam. Dann trinken wir noch einen, oder? Ja, komm. Ja. Perfekt. Erst. Erst.